boom. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wundervolle und mal wieder extravagante neue. Bro, dieses Auto leuchtet wie ein Tannenbaum, Digga. ABS, HBS, keine Ahnung, schon Warndreieck wird aufgestellt hier. Er fährt mit Handbremse. Nee, das ist nicht Handbremse, aber er fährt mit Nebelschlussleuchte. Oder der Bretter 210, dem ist alles egal, Digga. Sein Auto bricht auseinander, er fährt trotzdem. Bro, warte mal, da fehlt doch was. Wie fandet ihr das Intro? 10 von 10, oder? Ja, weil ich das Ding auch mit Filmora gemacht habe. Mit Filmora kannst du nicht nur ein Intro, sondern auch einen kompletten Kinofilm innerhalb von wenigen Sekunden zusammenschneiden. Weil Filmora hat jetzt richtig, richtig geile Funktionen, Mann. Filmora hat 3D-Text-Funktionen, wo du dir 3D-Texte einfliegen lassen kannst. Da fliegt er noch. Texte passen zum Beispiel zu Musikvideos oder sowas animieren. Und eine richtig, richtig geile Funktion. AI Smart Cutout. Also wirklich richtig geil, Mann. Ich könnte mich jetzt hier hinstellen. Und auf einmal bin ich hier, hier und auch da. Und ist alles ganz, ganz leicht mit paar wenigen Klicks. Und wenn ihr keine Ahnung habt von Videoschnitt oder Videobearbeitung, das ist gar kein Problem. Denn Filmora hat einen eigenen YouTube-Channel, wo sie nicht nur Tutorials hochladen, wie du das Video schneiden kannst, sondern auch Beispielvideos, dass wirklich dein Video, was du schneiden willst, so aussieht, als wäre das ein Teil vom neuen Fast and Furious Teil. Checkt auf jeden Fall den Link in der Beschreibung ab, falls ihr euch generell mal Filmora anschauen wollt. Und wenn ihr Filmora auf YouTube folgt, dann verlosen sie unter ihren Followern 10 Monatslizenzen für Filmora. Und dann kannst du wirklich alles von unten bis oben, von A bis Z und links nach rechts ausprobieren. In der Woche stehe ich immer gerne um 3 Uhr morgens auf, damit ich vor der Arbeit viel erledigt bekomme. Ja, okay, Alter, ich liebe es, um 3 Uhr aufzustehen. Digga, ich schaff's ja nicht mal um 8 Uhr aufzustehen. Wecker klingelt um 8 Uhr. Ich lieg, ich guck TikTok, ich guck da ein bisschen. Auf einmal ist 16.30 Uhr. Heute ist Freitag, das bedeutet, mein großer Hausputz steht an. Ich mache jeden Tag ein bisschen im Haushalt, aber freitags wird alles einmal schön clean and fresh for the weekend gemacht. Ja, okay, Digga. Und dann stehst du um 3 Uhr morgens auf, oder was? Wann gehst du eigentlich schlafen? Um 15 Uhr? Die geht dann schlafen, wahrscheinlich, wenn ich erst aufwach. POV, bestes Ende für eine Präsentation. Elias, ehrlich, 25, reich. Er macht es ja nicht auf Spaß, er will sich was dazu verdienen, eine bessere Note, damit seine Eltern stolz auf ihn sind. Es wäre sehr nett, wenn sie jetzt gerade diese 2 im Kopf hat, die sie ihm geben wollten, vielleicht abholen auf eine 1. Ganz ehrlich, wenn ich der Lehrer gewesen wäre, ich würde ihm wirklich eine 2 oder irgendwas geben, weil wirklich allein diese Kreativität dahinter, so ein Video zu nehmen, ist irgendwie noch lustig zu gestalten. Was hat er bekommen? Ja, ist doch auch gut. Kopf hoch. Schon mal drüber nachgedacht, warum Kochschürzen hinten offen sind? Ehrlich gesagt nicht, aber warum nicht? Warum braucht man hinten so Schürze? Man macht sich da hinten ja nicht dreckig. Ich gucke in den Kommentaren und Laura, wirklich, Laura, Digga, Laura. Ich kenne Laura schon wirklich seit Grund auf. Ich war mit ihr damals im Kindergarten und ich weiß, Laura ist eine wirklich nette Person. Nein, ich habe keine Ahnung, wer Laura ist. Laura schreibt Model. Ich gehe auf Lauras Account. Was ist das erste Wort, das dir einfällt, wenn du mich siehst? Shit, ich glaube, das werde ich noch bereuen. Ist ja alles schön und gut, ja. Ist ja wirklich, jeder kann das hochladen, was er möchte, ne? Ich lade ja auch meine Videos hoch. Ich gucke in die Kommentare. Jeder kommentiert hübsch. Bruder, ey, versteht mich nicht falsch, aber was ist daran hübsch? Bruder, man sieht nicht mal irgendein Gesicht. Es ist halt einfach. Leute, Eduard Schäfer, wirklich, ich persönlich habe Eduard Schäfer wirklich vermisst, weil ich habe lange nichts mehr von Eduard Schäfer gehört. Dann gehe ich auf Eduard Schäfer seinen TikTok-Account und das Erste, was ich sehe... Ihr habt jetzt nur den Sound gehört, ne? Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, es ist ein richtig cooles Video. Er hat wieder irgendein Experiment gemacht. Nein. Ey, Eduard, aber ich wünsche dir wirklich nur das Beste, Mann. Und wirklich gute Besserung. Und damit du keine Halsschmerzen mehr hast. Aber Bruder, was ist das für eine Hintergrundmusik? Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch...